Dann die Vajra-Faust. Der Daumen liegt in der Faust auf dem Ringfinger. Wird so umschlossen. Das ist die Vajra-Faust, Daumenwurzel nach oben. Die gibt Stabilität, verriegelt die Energie der Hände erstmal. Also das Qi der Hände bleibt gesammelt. Und so sammle ich mich schon in meinem Unterbauch, im unteren Dantien, sagen die Chinesen. Und die Japaner sagen dann das untere Zentrum Hara. Hara, Koshi, Unterbauchzentrum. Sehr, sehr wichtig. Sammelpunkt der Energie. So, jetzt wenden wir uns wieder dem Aufrichten der Wirbelsäule zu. Bis zum Bai-Hui-Punkt, Punkt der 100 Treffen, ist der Pluspol, der Yang-Punkt. Hier sammelt sich das Yang-Qi, strömt nach oben zum Scheitelpunkt. Sehr gut ist, wenn das Kinn hier ein bisschen zurückgenommen wird, damit sich die Halswirbelsäule aufrichtet. Die Zungenspitze, die liegt oben am Gaumen an. Das schließt die hintere Energiebahn und die vordere Energiebahn. Sehr wichtig für den kleinen Energiekreislauf. Ich werde auch noch eine Videoreihe machen. Kleiner Energiekreislauf, großer himmlischer Energiekreislauf. Das kommt noch. So, also jetzt haben wir diese Stabilität, die Aufrichtung in der Wirbelsäule. Kommen wir nochmal zur Handhaltung. Linke Hand, jeder Finger ist eine Energiebahn. Hier habt ihr zum Beispiel Lungenbahn, Meridian, Dickdarm, Meridian, Herz, Perikard, schützt das Herz, Dreifacherwärmer, Herz, Kreislauf, Dünndarm, Meridian. Und indem wir hier beide Seiten zusammenlegen in dieses Mudra, das ist sehr kompakt, bringen wir jetzt die Energie in unsere Mitte. Und in der Mitte ist der Zhongmai, der Zentralkanal. So, im Laufe der Zeit wird die Mitte innen öffnen und die Energie kann sich verbinden mit der inneren Energie. Bei den Chinesen heißt das, das nachgeburtliche Qi verbindet sich mit dem vorgeburtlichen Qi im unteren Dantien. Das ist also sehr, sehr spannend und das merkt ihr dann. Wenn das passiert in eurer Meditation, ab dann werdet ihr große Fortschritte machen. Das braucht aber eine Zeit der Sammlung auf das untere Dantien, indem wir das Bewusstsein immer das untere Dantien ausrichten, auf das Mudra sammelt sich das Qi ganz natürlich, kommt von der linken, rechten Seite, verbindet sich und ihr werdet merken, wie der Unterbauch sich langsam erwärmt, wird angenehm, entspannt, auch der Atem wird dann sehr tief, natürlich, natürliche Bauchatmung geschieht und das Bewusstsein und der Körper und die Energie arbeiten immer mehr zusammen und dann entsteht eine ganz natürliche Konzentration, ganz natürliche Ansammlung der Energie. Und dann kommen die Gedanken zur Ruhe, die Gefühle kommen zur Ruhe und Gedanken und Gefühle, alles verwandelt sich in diese Energie, in das Qi. Und das Qi und die Bewusstheit durchdringen sich. Und dann sind wir ganz gesammelt unten auf den Unterbau. Und das wollen wir jetzt mal zusammen üben für etwa 10 Minuten. Und danach schlag den Gong, dann geht's los. Wir üben 10 Minuten.